Ich grüße euch, meine lieben Geschwister im Glauben. Um mir vor, irgendwie noch was anzufügen. Dadurch, dass ich Krebs bekommen habe, also als die Ahmadiyya-Bewegung mich mit den Atomstrahlen angestrahlt haben, da war ich wirklich kurz vorm Sterben, weil ich so an der Strahlung litt, dass mein Körper fast am Versagen war. Da habe ich mir von Gott, dem himmlischen Vater, einen neuen Körper beten und habe einen neuen Körper bekommen. Dieser Körper bekam Krebszellen noch im Nachhinein trotzdem, obwohl er ein neuer Körper war. Das ist schwer zu verstehen, aber wer Gottes Stimme hört und es sich erklären lässt, wer es wissen will, der kann erfahren, was das bedeutet. Und dann habe ich mir ein zweites Mal einen neuen Körper von ihm erbeten und seitdem her bekomme ich auf natürliche Weise keinen Krebs mehr. Und dann hat Gott, der himmlische Vater, auch noch, den haben wir auch noch zu verdanken, dass er unser Zuhause vor VX-Gasattacken beschützt hat, vor Saringasattacken beschützt hat und vor Anthrax-Attacken beschützt hat und vor Artilleriegeschossen und Panzergeschossen. Danke fürs Zuhören, euer Manuel, Joel aus City. Halleluja, Zuhörer Shadonai. Gelobt sei der Herr. Baba.